Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Survival! Ach Gott! Das geht bei uns öfter so, glaub mir, das ist so schlimm. Alter, stehen bei dir viele Creeper, die chillen voll. Ah nein! Bei dir waren auch zwei, ich wollte es nur kurz angemerkt haben. Da ging der erste. Die Betonung lag auf, es waren zwei. Ich guck gerade in die eine Richtung und meine so, echt, das sind ja voll viele Creeper und dann oh Mann. Tja, das passiert halt. Ah! Ich hoffe, du verstehst, Fabi, was ich mit dem Schrecken gemeint habe in Daylight. Alter, ohne Scheiß. Steht so ein Creeper, der hat von mir komplett das Haus mitgerissen, ne? Das kann wohl echt nicht sein. In unserem Baum stehen immer noch irgendwelche Skelette rum, weil die von leicht Schatten von oben, da bekommen, echt. Guck mal, ob ich vielleicht nochmal bei unseren Nachbarn ein bisschen Birke schnorren kann. Oh Mann! Birke, das ist doch dieses helle Holz, oder? Ja. Guck doch mal, guck dir die Sauerei hier an! Ja, wir brauchen ja noch ein bisschen Birke für den großen Baum zu Babel. Ricardo, gib mal Birke her. Guck dir die Sauerei an. Alter, das ist ein Loch, ey. Das kann ja wohl echt nicht sein. Bitte mach einen Screenshot davon. Alter, der hat echt das komplette Haus. Mach wirklich einen Screenshot von, ohne Witz jetzt. Oh. Exakt. Das neue Thumbnail. Ja. Ich guck mal gerade. Noch irgendwo Birke finde. Ich habe doch hier bei mir auf dem Platz ganz viel stehen, du. Geh doch mal bei Ricardo vorbei, Fabi. Ah, da muss ich wieder Sachen abbauen. Ja, anders doch auch, oder? Ich hab gedacht, ich finde doch vielleicht in den Kisten hier so ein bisschen. Ach so. So ganz nebenbei, ne? Ja. Hat der mir die Treppe hier noch weggesprengt? Hier, mein Gebiet ist total der Chill-Out-Platz hier für Skelette. Ich sehe mal meine Skelette rum. Alter, ich kann sowas von gar nicht erkennen, was hier reif ist und was nicht, ne? Fuck. Wow, diese Brightness-Verstellung hat es jetzt auch vollgebracht. Naja. Weiß eigentlich irgendjemand, was jetzt mit dem Server los war, oder? Ja, der wurde gewartet. Ach so. In der Wartung musste er offline sein, deswegen wurde mir so gesagt. Hier laufen Let's Plays drauf. Warum macht ihr den einfach offline? Unsere Zuschauer warten. Wir wollen stetig unseren Auswirkungsbereich auf die Weltherrschaft erhöhen. Ah, ich habe noch hier ein bisschen Birke. Sogar in meiner eigenen Truhe. Oh Gott, er hat selbst Birke. Ich habe wahrscheinlich einfach zu viel Birke in meinem eigenen Haus verbaut. Oh, Ricardo, deine Rüstung sieht mit diesem Shader so aus, als wäre sie pink. Ach, ich glaube, ich muss mein Outfit mal wieder wechseln. Ich muss mal wieder, ach, die Lederhosen anziehen. Du. Wieder serious werden, ne? Boah, ich hab keine Axt. Ich muss hier alles jetzt mit dem Schwert zerhacken. I can be serious! Ich hab keine Axt mehr, ne? So. Ich gebe den Schweinchen Karotten und lass die Kinder machen. Die Kühe, wo oben stehen, ne? Ja. In dem riesigen Gebirge. Ja. Wem gehören die denn? Keine Ahnung. Bei dem Thomas wahrscheinlich, wenn die ganz vielen Kühe, wieso? Ich bräuchte nämlich Leder. Ja, wenn du nicht zu viele umbringst, dann kannst du dir da schon welche nehmen. Ich würde die schon wieder vermehren. Ja, ja, das ist doch kein Problem. Okay. Ach, also Willi, ein bisschen von dir mit, weil ich hab keins mehr. Wir gehen eine Symbiose mit der Umwelt ein. So, wo war ich denn überhaupt bei der letzten Aufnahme hier stehen geblieben? Das ist alles ja voll Bio. Voll Bio, Alter. Ach so, shit, mir fällt gerade auf, wenn ich den... muss ja irgendwo eine Treppe hinbauen, ne? Sonst kann man den Baum nicht nach oben. Wäre eventuell nicht schlecht. Nutzt doch die Lianen. Dann so hoch
wackeln kannst. Ah, verdammt, jetzt bin ich in den Baum gefallen. Ich kann wieder ein Loch hacken. Ich habe keine Fackeln mehr, das ist ja ein Witz jetzt. Aber wir brauchen so viel Böcke, wenn wir den Baum da hier bis nach oben machen wollen. Warum habt ihr den Baum eigentlich aus Birke gemacht? Es gibt doch Hölzer, die sind viel... Ja, zum Beispiel das ganz dunkle, das, wie heißt das, das alte Dark Eichenholz Wood. Oder sowas? Dark Oak Wood. Sieht richtig nice aus. Ja, Birke ist einfach besser. Ich glaube, ich habe noch nie was mit Birke gebaut. Ich glaube, wir hatten Birke, so viel Birke einfach rein übrig. Auf Türke und Fabi mag Türken. Nein, das stimmt gar nicht. Du magst keine Türken? Also, oh, jetzt hast du dich aber hier reingeritten, also bitte. Jetzt hast du dich in was verrannt. Hey. Du merkst schon, eventuell solltest du besser nicht mit uns aufnehmen. Ja, mein Hund aggro, ja. Wenn es über das Wort Türke geht, dann geht echt alles ab hier. Jetzt ist Bumszeit. Keine solchen Wörter, bitte. Ja. Oder ist der da unten? Wir sind hier mit minderjährigen Leuten zusammen. Ich kann dich sehen. Was? Hallo! Wo immer du bist, wo bist du denn? Oh Leute, ich sehe ja... Kommen Sie von meinem Haus runter! Nicht mich hauen. Wie bist du da hochgekommen? Gelaufen. Hä? Du willst mich jetzt verarschen. Hast du hier hochgebaut oder was? Nein, du kannst hier von der Seite drauf hüpfen. Da, schau. Du hast hier aber einen Block hingesetzt. Ja, schon einen aber noch. Gelaufen, sagt er. Oh, stimmt, aber da sind da wirklich ganz viele Birken. Wer hatte mich das in letztes... War das nicht sogar du, der mich gefragt hat, wem sind denn die Birken hier? Stimmt, ja. Da müssen wir dann echt mal schauen, dass wir da... Ja, ich glaube, mit Birke ist es schon besser, wenn wir da hochbauen. Ich glaube, da haben wir eh schon angefangen. Alternativ müssen wir alles wieder einreißen. Oder wir machen einen Mischbaum. Einen Mischbaum? Ein Baum, der die Völker vereint. Ja, schau, da hat der Ricardo wenigstens ein bisschen was zu tun, indem er jetzt halt die Birken anpflanzt, die wieder zerhackt. Hier an der Ecke fest. Ich begebe mich jetzt auf eine Reise in eine andere Welt. In ein Land vor unserer Zeit. Also wenn ich das nächste Mal hierher komme, stehen gefälligst mehr Birken. Nein, ich muss in den Nether. Weißt du, er kommt bei dich, um, bring mir bitte Glowstone mit. Um Birken zu farmen. Dafür gehe ich nicht in den Nether. Dann, wenn du gerade findest, bring mir bitte Glowstone mit. Nein, ich gehe nicht in den Nether für zu farmen. Wenn du welchen findest, bring mir bitte Glowstone mit. Wenn ich welchen finde, ja, mach ich. Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich zurück. Oh, ich hab keinen Glowstone gefunden. Muss dazu sagen, unser Portal ist nicht besonders sicher. Also, Festung wird meistens, wir haben so eine kleine Burg da drin gebaut und da ist das Portal drin und da sind wir beim letzten Mal, ja, ein bisschen auf Widerstand gestoßen, weil wir direkt in der Festung wohnen. Also nur mal so als kleine Info. Zum Glück habe ich ein eigenes Haus gebaut. Aus den Bricks noch was gebaut habe, für dort hochzukommen und dann direkt eine benachbarte Festung da ist. Genau. Wo ich beinahe gestorben bin an den Viva-Skeletten. Ne Viva? An den Viva-Skeletten. Viva. Was denn hier der Windy alles hier so gebaut? Schon faszinierend, ne? Ach. Nein, meine Schaufel ist kaputt. Ich habe aber noch eine. Sehr gut. Hallo. Hallo. Ja, hier wirft er jetzt direkt mal seinen Dreck in mein Gesicht. Ja, mach mal. Nimm es ohne zu fragen, mein Junge. Machen wir hier einfach noch so weiter. Die Wand hier muss sowieso später raus. Oh, hier hinten sind auch noch Birken. Ich mal ein bisschen Birken vermöbeln. Birken vermöbeln? Ja. Das
mag Ricardo, ja, merkst du es? Ja, ich habe ja keine Axt, deswegen muss ich sie... auf. Warum fragst du nicht nett bei mir nach? Komm mal her hier. Ach, das geht schon so. Birken halten nicht viel aus. Tut mir leid, ich hab mich dann irgendwann verrannt. Hier. Oh, jetzt wird's dunkel. Hallo. Hallo. Eine Axt? Hey. Cool, ich hab eine gefunden, ich brauch keine von dir. Ja. Siggi. Dankeschön. Oh, ich hab da hinten eine Burg gefunden. Ach, du musst mir deine nicht geben. Ich bring meine neue schon in die Luft. Ah. Nein, mach das nicht. Willst du dann weinen? Nein. Schade. Dann spreng ich dein Zeug in die Luft. Drohen wir uns jetzt hier etwa schon mit Sprengungen? Ich hab TNT. Also ich nicht, auch. Aber ich weiß, wo im Nachbarhaus TNT liegt. Ich glaube, ihr habt eure ganzen Gebäude hier alleine durch andere Leute finanziert. Das stimmt überhaupt nicht. Jedenfalls nicht ganz. Nur 95%. Ach. Ba-ba-ba. 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 Oh mein Gott, der Wald grunzt. Nee. Der Wald grunzt. Der Wald grunzt. Ja, da waren Zombies, die kamen gerade aus dem Unterholz. Das Unterholz, ein Buch von Fabian. Fabian Fabi. Ja, ist mein Nachname. Fabian Fabi Bababa. Ja, das ist mein Zweitname. Bababa, ne? Der Witz ist. Allein! Okay, ich fand den, ich hab den Witz, glaube ich, nicht verstanden. Gibt's da vielleicht noch einen zweiten Teil von, oder? Ohne Spaß. Ja, bumm. Nee, so unähnlich zu Bababa ist mein Nachname gar nicht. Das ist der Witz daran. Verrückte Mongo. Fabian, verrückte Mongo. Ja, so Bar ist schon mal richtig. Was ist das? Ist es der auf Facebook? Ja, ja. Okay. Nicht mein Nachname. Ach, warum sind denn hier überall Zombies im Gestrüpp? Diese dummen Explos. Gehen sie weg. Ricardo, hast du schon Glowstone? Ich bin kein Glowstone-Farm, wie oft noch? Hast du trotzdem schon Glowstone? Was willst du denn dann noch machen? Ich hab ja angedeutet, dass ich woanders hingehe. Dass wir der Platz... in die Hölle gehen, um Glowstone zu suchen? Nee. Ich bin jetzt durch die Hölle gegangen und bin mal weiter weggelaufen. Also und hab mir dann... um Glowstone zu suchen. Nein! Lass mich doch mal fertig erklären. Erst durch die Hölle. Ich hab in der Hölle ein neues Portal gesetzt, um zu gucken, wo ich rauskomme. Und? Ja, sieht momentan eigentlich ganz geil aus. Das ist die reinste Hölle, das ist der perfekte Höllentag. Oh, dieser dumme Scheiß-Skelett. Oh, Ricardo, ich würde jetzt gerne bei dir auf deiner schönen Baumfarm Bäume farmen, aber leider sind hier so viele Skelette. Ein Level farmen, gehört? Bäume farmen. Hilfe! Ricardo, warum hast du vor deine Fensterscheiben Erde gemacht? Junge, Creep hat mir das ganze Ding weggesprengt. Ja, aber der explodiert nicht durch die Fensterscheiben. Nee, aber ich weiß auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich fand's schöner. Ich fand's schön. Lass den Höhlenmenschen seiner Höhlen und lass ihn nicht rausgucken. Genau.